Oh, da schauen wir jetzt wieder aufs Handy. Was machst du denn, Herr Laffer? Du, ich bin Nachrücker für Christian Jung. Wir sind jetzt Kollegen? Wir sind jetzt Kollegen. So ein paar Monate vor? Wir sind 6 Monate vor Ende der Legislatur noch Kollegen geworden. Unglaublich. Ja, unfassbar. Ja. Aber mal ehrlich, fragen wir ihn mal genauer, was er da so macht in den Monaten. Ja, also jetzt sitze ich hier mit einem neuen Bundestagsabgeordneten und wir haben Anfang Mai und im September sind die Bundestagswahlen. Die Legislatur geht noch bis Oktober ungefähr. Wie ist das Gefühl? Naja, es ist ja kurz und intensiv, nehme ich jetzt an. Ein halbes Jahr, in dem ich nochmal die Tübingen vertrete, die FDP in Baden-Württemberg vertreten kann und da hatte ich zum Glück einen fliegenden Start, weil ich ein tolles Team habe. Ja, das muss man nochmal erklären. Warum bist du überhaupt nachgerückt? Christian Jung ist gewählt worden in den Landtag von Baden-Württemberg und dabei, weil er dann vermeiden will, dass er 2 Mandate hat. Obwohl das ginge? Ja, das ginge, aber er will sich natürlich konzentrieren, ist auch richtig so, auf die neue Aufgabe in Stuttgart und musste dann schweren Herzens aus Tübingen, aus Berlin weg, hier aus dem Verkehrsausschuss raus. Du bist hier im Verkehrsausschuss? Ich bin jetzt gerade im Verkehrsausschuss. Bist auch schon im Ausschuss sozusagen? Ich habe gerade frisch angefangen im Ausschuss und werde nachher auch Berichterstattung machen zu einem Tagesordnungspunkt. Also wir haben heute den 5. Mai und am 1. Mai bist du Abgeordneter geworden. Du hast ein Büro, ja. Du hast einen Ausschusssitz. Was hast du eigentlich nicht? Ich habe noch keine Rede. Ja? Die soll eigentlich am Freitag stattfinden. Gerade eben habe ich die Nachricht gehört, dass der Tagesordnungspunkt verschoben wurde. Die GroKo hat nicht geliefert ihren Antrag und insofern können wir nicht drüber debattieren. Müssen wir noch mal eine Woche schieben. Schauen wir noch mal. Habe ich noch ein bisschen Zeit zum Vorbereiten. Aber ich habe in der Tat einen fliegenden Start gehabt. Ich habe ein tolles Team geerbt und das ist auch wichtig, denn die Demokratie muss sich von ihrer besten Seite zeigen. Und das heißt, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja, arbeiten ist das Stichwort. Du warst ja nicht immer ab und du hast viel Politik schon gemacht. Du hast auch eine besondere Rolle in der FDP. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern. Ja, genau. Ich bin Ombudsmitglied bei der FDP. Das heißt, ich bin für mich zuständig für die Debattenkultur, auch für die Frage, wie machen wir Programmatik. Und mir geht es jetzt eigentlich auch hier im Bundestag um Demokratiepolitik, um eine liberale Demokratie und ihre Verfahren. Mir geht es im allerersten Auftrag, den ich schon an die wissenschaftlichen Dienste am Montag gleich verschickt habe, meine erste Amtshandlung, eine Frage, wie verhält sich eigentlich Wissenschaft und Politik hier im Bundestag? Also wie werden eigentlich die Anfragen des wissenschaftlichen Dienstes wahrgenommen von den Abgeordneten? Aber auch zweitens, was können wir eigentlich tun, um das zu verbessern? Wenn ich das jetzt so erlebe, du bist Parteimitglied seit? Seit 1990. Bist du das geworden mit dem Ziel, Abgeordneter zu werden? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich bin 1990 eingetreten, da war Deutschland gerade wieder vereinigt. Ja, ich weiß das, weil 89 eingetreten. Du bist 89 eingetreten? Ja, aber in Freiburg, etwas weiter südlich als Tübingen. Etwas südlich, genau, ja. Es war mein 16. Geburtstag und mir war klar, ich wollte was tun für die Republik. Ich wollte ein guter Bürger sein und das will ich eigentlich bis heute sein. Insofern ist jetzt die Tatsache, dass mich das auch mal zum Parlamentarier macht, eigentlich ein schöner Höhepunkt. Die Kirsche auf der Sahne auf dem Eis. Also ich bin Demokrat, freier Demokrat und diese Erfahrung jetzt auch mal Parlamentarier zu sein, nicht nur sagen, Bürgerbeteiligungsverfahren zu organisieren in der Partei, die innerparteiliche Demokratie zu erneuern, sondern das jetzt auch hier im höchsten, in der Herzkammer eigentlich der deutschen Demokratie zu machen, das ist schon was Besonderes. Kurze Frage, wie dein Zustand ist. Glücklich? Glücklich, auch müde. Es ist ja ein anderes Tempo, sage ich mal, als an einem Universitätsinstitut, aber auch beglückt. Ich stehe morgens sozusagen wie eine Eins im Bett, wenn ich aufstehe, weil ich was vorhabe. Letzte Frage. Du bist Tübinger. Damit wollen wir nochmal aufklären, ganz kurz. Das heißt, du bist Schwabe und kein Badener? Ich bin Schwabe und kein Banner und ich ahne, worauf du raus willst als Haushälter. Ich bin sparsam. Sehr gut. Das war es nämlich, was ich wissen wollte. Also mit anderen Worten, wenn in der Fraktion das Thema Haushalt nochmal kommen wird und das wird kommen, kann ich dann auf dich zählen. Ich weiß, dass du wie jeder Liberale in die richtigen Sachen investierst und da werde ich dich dran erinnern, lieber Otto. Okay. Ja. Danke dir. Herzlichen Dank. Hast du nicht irgendwie, dass die auch viele mal gesagt haben, hör mal, muss das jetzt noch sein? Lass das doch mit dem Mandat. Haben das ein paar Leute gesagt? Nee, hat keiner gesagt. Du meinst, ob man das einsparen kann? Ja, wäre doch eine Idee, so ein bisschen zu sparen. Na du, ich finde, an der Demokratie können wir nicht sparen, lieber Otto. Na gut.